Aus dem Justizministerium ist uns jetzt Justizministerin Alma Sadic zugeschaltet. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Ministerin, Sie haben sich heute auf Twitter sehr deutlich gegen, wie Sie sagen, unqualifizierte und inakzeptable Angriffe auf die Justiz, insbesondere auf die WKStR, ausgesprochen. Haben Sie diesem Ärger nur auf Twitter Luft gemacht oder haben Sie auch den Koalitionspartner damit konfrontiert? Also ich sage das ja auch immer wieder. Mir ist es wichtig, auch als zuständige Justizministerin auch mal klar zu sagen, diese pauschalen Angriffe und insbesondere auch pauschale Angriffe gegen einzelne Staatsanwälte sind, muss ich einfach zurückweisen, weil das diskreditiert die Staatsanwaltschaft, das diskreditiert die Person. Und eigentlich ist es wichtig, dass die Staatsanwaltschaft ruhig arbeiten kann, dass die Staatsanwalt und die Staatsanwaltschaft arbeitet unabhängig, basierend auf Gesetzen. Und diese ständigen Angriffe und Zurufe von außen sollen endlich eingestellt werden. Wir müssen auf die Sachebene zurück. Und daher war es mir einfach noch einmal wichtig, diese disqualifizierenden Aussagen und diese Angriffe gegenüber der Staatsanwaltschaft einmal noch einmal mit aller Deutlichkeit zurückzuweisen. Und ich sage das auch immer wieder in allen Gesprächen. Sie artikulieren das auf einer halben Seite in einer Erklärung sehr deutlich, unmissverständlich. Das Einzige, was fehlt, ist sozusagen der Adressat, die Adressatin. Wen meinen Sie damit? Meinen Sie den Koalitionspartner, meinen Sie die ÖVP? Also ich glaube, es ist ganz klar, wen ich damit meine. Es hat heute auch eine Pressekonferenz gegeben, in der auch ein einzelner Staatsanwalt in die Öffentlichkeit gezerrt wurde, seine Arbeit auch diskreditiert wurde und auch unterstellt wurde, dass er politisch motiviert handelt. Jeder, der politische motivierte Handlung unterstellt, soll natürlich eine Sachverhaltsdarstellung einbringen und dann kann und wird alles von unabhängigen Gerichten auch geprüft werden. Diese Pressekonferenz hat Andreas Hanger gegeben, der ÖVP-Nationalratsabgeordnete, Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss. Die grüne Fraktionsführerin im Untersuchungsausschuss ist Nina Tomaselli. Und sie spricht von einem Dirty Campaigning der ÖVP gegen die Justiz. Würden Sie so weit gehen, das auch Dirty Campaigning nennen? Also ich muss noch mal festhalten, das sind sehr oft pauschale Angriffe. Es sind Angriffe, die die Person, auch die ermittelnde Person disqualifizieren. Und es sind auch Angriffe, die einzelne Staatsanwälte, die eigentlich in Ruhe an der Ermittlung arbeiten, die in Ruhe eigentlich der Aufgabe der Staatsanwaltschaft auch nachgehen. Und diese disqualifizierenden Äußerungen, diese Angriffe, die müssen endlich abgestellt werden. Wir müssen auf die Sachebene zurückkehren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt basierend auf Gesetzen. Sie ermittelt unabhängig und ohne Ansehen der Person. Und daher jeder, der etwas anderes behauptet, etwas anderes sieht oder sogar politische Motivation unterstellt, kann jederzeit eine Sachverhaltsdarstellung einbringen. Das wird selbstverständlich auch geprüft. Aber haltlose Angriffe und unbegründete Angriffe muss ich als zuständige Justizministerin zurückweisen, denn es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Justiz. Und da werde ich mich jederzeit schützend vor diese Mitarbeiter stellen. Sie haben ja schon öfter gesagt, das soll nicht stattfinden. Diese Angriffe sind unzulässig, sind inakzeptabel. Sie haben nur nicht aufgehört. Was soll denn jetzt passieren, wenn das so weitergeht? Also ich glaube, es ist ganz klar, dass diese Angriffe und die Einschüchterungsversuche nicht fruchten werden. Ich sorge als Justizministerin auch dafür, dass die Staatsanwaltschaft weiterhin ihrer Arbeit nachgehen kann, dass sie unabhängig ihrer Arbeit nachgehen kann und stelle mich natürlich schützend vor Sie, weil die Angriffe fruchten nicht. Es gibt keine Änderung, die Staatsanwaltschaft kann und wird weiterarbeiten können und ich sorge auch dafür, dass das unabhängig passiert. Ich sorge auch dafür, dass die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Staatsanwaltschaft passt. Wenn Sie Ihren Unmut kundtun über diese Angriffe, machen Sie das wohl, ich unterstelle Ihnen das jetzt, auch gegenüber dem Bundeskanzler, was sagt er denn dann? Also Sie haben jetzt verschiedene Pressekonferenzen in der Vergangenheit gesehen und für mich war es einfach heute einmal wichtig, noch einmal Klarstellung zu beziehen, weil gerade diese Pressekonferenz heute von dem Abgeordneten Hanger ist haltlos und unterstellt politische Anschuldigungen und politisch motivierte Ermittlungsarbeit. Und da muss ich ganz klar sagen, wenn hier was unterstellt wird, dann soll man bitte eine Sachverhaltsdarstellung
einbringen. Aber was verlangen Sie vom Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann in dieser Sache? Ich habe immer wieder in zahlreichen Gesprächen gesagt, und auch der Vizekanzler Kogler hat das immer wieder klargestellt, auch gegenüber dem Koalitionspartner, dass wir uns immer schützend vor die Justiz und vor die unabhängige Arbeit der Justiz stellen werden und das auch tun. Und diese Einschüchterungsversuche, kann ich nochmal wiederholen, werden nicht Früchte tragen, weil ich dafür sorge, dass sie unabhängig arbeiten kann. Die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Ilse Wrabel-Sander, war gestern vor dem Untersuchungsausschuss. Auch sie hat, wie Sie eben, über Einschüchterungsversuche gesprochen. Was können Sie aber außer, dass Sie, und bitte machen Sie es nicht nochmal, weil Sie haben es jetzt wirklich ganz oft gemacht, außer dass Sie die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte verbal verteidigen, was können Sie denn ganz konkret als Ministerin tun, damit es nicht zu diesen Einschüchterungsversuchen kommt? Also was ich ganz konkret auch gemacht habe in der Vergangenheit und auch weiterhin tue, ist die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die Staatsanwaltschaft unabhängig und ohne Zurufe und politische Einflussnahme arbeitet. Ich habe die Sektionen, die große Strafrechtssektion im Justizministerium geteilt und es gibt eine neue Sektionschefin, die für die Staatsanwaltschaften zuständig ist, an der Weisungsspitze der Staatsanwaltschaften. Ich habe das Budget und das Personal auch erhöht, weil es mir einfach wichtig war, die Justiz hat jahrzehntelang an der Personalnot gelitten. Die war chronisch unterfinanziert und ich habe natürlich auch dafür gesorgt, dass hier die WKStA um 10% aufgestockt wurde, die Staatsanwaltschaft insgesamt aufgestockt wurde, weil das natürlich auch die unabhängige Ermittlungsarbeit absichert. Zweites großes Thema dieser Tage sind die Chats zwischen Sektionschef Pilnacek und dem mittlerweile zurückgetretenen Verfassungsrichter Brandstätter. Sektionschef Pilnacek ist Leiter der Strafrechtssektion in ihrem Ministerium. Er ist suspendiert und wie wir seit gestern wissen, bleibt er vorerst auch suspendiert. Kann jemand, der in Chats schreibt, er könne einem vom VfGH fehlgeleiteten Rechtsstaat nicht mehr dienen, aus Ihrer Sicht diese hohe Funktion in Ihrem Ministerium behalten? Also wir erinnern uns, es hat ein Strafverfahren, also ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet. Deswegen wurden auch Handys im Justizministerium sichergestellt. Und daraufhin hat es eine vorläufige Suspendierung des Sektionschefs Pilnacek gegeben. Und das Bundesverwaltungsgericht hat gestern auch entschieden, dass diese Suspendierung aufrecht bleibt bis zur Klärung der strafrechtlichen Vorwürfe und bis zur Klärung der dienstrechtlichen Vorwürfe. All das, was Sie genannt haben und all das, was auch in diesen Chats aufgetaucht ist, dass sich ja auch wirklich teilweise auch als No-Go empfinde, wird auch berücksichtigt werden und wird auch in entsprechenden dienstrechtlichen Verfahren Berücksichtigung finden. Aber hat Christian Pilnacek noch Ihr Vertrauen? Der Sektionschef Pilnacek ist suspendiert. Er ist nicht mehr im Ministerium. Die Strafrechtssektion wird jetzt derzeit von einem Experten, dem Dr. Manquet, geleitet, die Sektion für Staatsanwaltschaften von der Sektionschefin Goethe Flemmig. Und insofern, und der Sektionschef ist suspendiert, das heißt, es ist ganz klar, dass diese Sachen, die hier auch veröffentlicht wurden oder die hier veröffentlicht sind, dass das ein No-Go ist und dass der Sektionschef Pilnacek eben nicht mehr im Ministerium auch tätig ist. Sie nennen es ein No-Go. Pilnacek nennt diese Chats selbst unverzeihlich. Würden Sie auch so weit gehen? Ist das unverzeihbar, was er da geschrieben hat? Also ich habe es auch ganz klar gesagt, also rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen und auch die Äußerungen, die gegen den Verfassungsgerichtshof gehen, das ist für mich einfach ein No-Go. Und diese Chats und diese Äußerungen werden dann auch im dienstrechtlichen Verfahren Eingang finden und dort auch geprüft. Aber jemand, der so sich äußert, hat in Ihrem Ministerium Platz, wenn es nach Ihnen geht oder nicht? Also ich habe es bereits mehrfach erwähnt, das ist eine grobe, meines Erachtens auch eine grobe Verfehlung, insbesondere diese frauenfeindlichen, diese rassistischen Äußerungen. Die parlamentarische Anfrage gegen mich, und das hat das Bundesverwaltungsgericht auch bestätigt, indem die Suspendierung letzten Endes bestätigt wurde, die wir im Justizministerium auch ausgesprochen haben.
Das Interview mit Justizministerin Sadic haben wir am frühen Abend aufgezeichnet und gekürzt. Die Langfassung, in der es auch um die Ermittlungen gegen Bundeskanzler Kurz geht, können Sie nach der Sendung in der ORF-TVT sehen und im ZIP2-Podcast hören.